Exakt. Im Grunde ist schon alles gesagt. Mein Vorteil ist, ich bin ganz am Ende dran. Das heißt, wir können hier zuschließen, Sie verpassen nichts mehr. Wir können überziehen, alles kein Problem. Der Beamer ist ein bisschen später angegangen. Von der Seite her wird er auch ein bisschen länger laufen. Dennoch, ich habe das hier ein bisschen zusammengefasst. Ich denke, der ein oder andere wundert sich vielleicht, warum das so viele Folien sind, aber ich habe es versucht, möglichst kleinschrittig zu machen. Das kann man dann auch mal ausdrucken und wer will, kann sich das dann auch auf Folien ziehen und dann da auch nochmal ganz gemütlich mit dem Handkino durchblättern. Also ich habe das hier aufgeteilt in zwei Teilbereiche, Aufbau und Ausbau eines Niederenergiefunknetzes hier bei uns in der Region und dann LoRaWAN mit dem Raspberry Pi. Dazwischen gibt's auch mal so eine kurze Pause, aber nur eine ganz kurze, wird nicht allzu lange dauern. Und bei dem allgemeinen Teil erzähle ich erstmal ganz grob, um was es geht. Was ist LoRaWAN? Wie funktioniert LoRaWAN? Dann gehe ich auf das spezielle LoRaWAN ein, das TDN, the Things Network. Im Anschluss daran dann ganz konkret das LoRaWAN-Netzwerk bei uns an der Bergstraße. Bergstraße, von wo bis wo geht die, wie viel Kilometer, wie viel Gateways werden da aufgestellt. Da gehe ich an der Stelle ein bisschen genauer drauf ein. Dann folgt ein konkreter Anwendungsfall. Die Frage ist ja immer, wenn man ein LoRaWAN-Netzwerk hat, ja schön, was macht man damit? Und in dem konkreten Anwendungsfall zeige ich dann kurz dieses Projekt mit der Bienenstockwaage. Wer weitere Informationen dazu haben möchte, wir haben draußen einen Stand, auch zu dem LoRaWAN und zu dem Bienenstock-Wagen-Projekt, können da gerne nochmal kommen, können sich eine Visitenkarte abholen, E-Mail-Adresse und mich dann einfach anmelden, damit wir da auch noch über längere Zeit in Kontakt bleiben können. Der zweite Teil, der geht dann konkreter ein Stück weit auf den Raspberry ein. Das heißt, wie ist ein LoRaWAN aufzubauen, wenn man Raspberry einsetzt? Da natürlich auch ein Stück weit runtergebrochen Hardware, dann die Software, die Inbetriebnahme und letztendlich auch der Betrieb. Und bei dem allgemeinen Teil, mit dem ich jetzt auch direkt starte, erstmal zur Begriffsklärung, was heißt für uns LoRaWAN? Ich werde immer wieder angesprochen, naja, was ist da so groß dran? Das ist doch ein Low Range. Nee, das Low steht für Long Range, also eine große Reichweite. Und der Kommunikationsstandard, der dort verwendet wird, also LoRaWAN ist dieser Kommunikationsstandard in diesem Teilbereich. Er besteht LoRa im unteren Bereich die physikale Schicht, also nicht LoRaWAN, sondern LoRa, die physikalische Schicht, die Kommunikationsverbindung und unterlegt in dieser physikalischen Ebene ist ein Übertragungsverfahren, das ZIRP-Spreiz-Spektrum-Verfahren und das zeichnet sich durch einen sehr geringen Energiebedarf aus, ist sehr robust, wird im Militär und auch bei Weltraumsatellitenkommunikation eingesetzt. Ich denke, wenn die das können, dann können wir das auch nutzen und es wird uns auch über gewisse Distanzen die Informationen dorthin bringen, wo wir sie brauchen. Ich denke, damit haben wir erstmal LoRa geklärt und wir gehen jetzt mal zu dem WAN über. Wofür steht der WAN? Es gibt so einen kleinen Witz, ja, LoRaWAN, kommt das direkt nach dem Rinderwahn? Nee, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich bezeichne LoRaWAN immer als Wi-Fi für das Internet der Dinge. Wi-Fi ist jetzt ja einfach ein Qualitätsmerkmal. Ja, da wo Wi-Fi drauf ist, ist auch Wi-Fi drin. Und dort, wo LoRaWAN draufsteht, ist auch LoRaWAN drin. Und das macht die Sache relativ spannend. Wir haben dann ein Kommunikationsprotokoll, mit dem wir arbeiten können. Also ein Protokoll zeichnet sich ja dadurch aus, dass es definiert ist und dass man auf gewisse Situationen entsprechend reagieren kann. Das heißt, diese Systemarchitektur für das Netzwerk ist entsprechend festgelegt, ist definiert. Und wenn wir uns diese Spezifikation mal genauer angucken, dann ist die erstmal von der LoRa-Allianz ursprünglich, was habe ich geschrieben, 2015, so ein Stück weit aus den Stadtlöchern ja, gehoben worden. In den Niederlanden war der Staat und ja, die haben einfach mal angefangen.
Und ich denke, darum geht's auch, dass man sagt, man fängt an. Und womit fängt man an? Natürlich mit seinem Problem und versucht es zu lösen. Jetzt gibt's natürlich, was Funk betrifft, ganz viele unterschiedliche Lösungsansätze und jeder hat im Grunde auch seine Berechtigung. Wenn wir das hier mal genauer betrachten, wir haben hier eine Darstellung, einmal hier die Bandbreite und hier die Entfernung. Und wenn wir uns jetzt einfach mal das anschauen, was wir hier zu Hause nehmen, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, da können wir wunderbar hier schöne, dicke Sachen machen, aber wir kommen natürlich nicht weit. Das heißt, Videos, kein Problem, aber wenn wir mal aus dem Haus rausgehen oder in den Keller runtergehen, dann war's das. Dann können wir da nicht wirklich viel mit tun. Wollen wir hier doch ein paar Entfernungsmeter mehr erreichen, dann müssen wir hier irgendwie schon in den mobilen Teilbereich. Das heißt, wir haben dann LTE oder irgendeinen anderen Mobilfunksender, den wir da nutzen können. Aber da haben wir das Problem, wir haben einen hohen Strombedarf, also eine Leistungsaufnahme, sowohl beim Senden an so einem Smartphone. Und jeder, der schon mal ein bisschen länger mit seinem Smartphone unterwegs war und hat es intensiv genutzt, der weiß, dass auch bei dem besten Handy relativ schnell der Akku leer ist. Also da haben wir dann ein anderes Problem. Und genau in diese Lücke stößt LoRaWAN ein. Wir können eine sehr lange Distanz überbrücken, aber wir haben natürlich an der Stelle jetzt eine Einschränkung in der Bandbreite. Das heißt, wir können nicht viel Daten übertragen. Wir reden hier von einer Payload von 51 Byte. 51 Byte, hallo, Video, 51 Byte, never ever. Mail, 51 Byte, never ever. Ja, also genau das ist der Punkt. Mit LoRaWAN, da reden wir über Sensordaten, also über Daten, die von kleinen Endgeräten übertragen werden. Und ich möchte es hier in dem Schaubild einfach mal darstellen. Das ist nicht mein Schaubild, sondern das habe ich hier ausgeliehen und zeigt aber ganz treffend für jemanden, der jetzt mit LoRaWAN noch nicht wirklich viel zu tun hatte, wie das Ganze im Grunde aufgebaut ist. Also man hat auf der einen Seite einfach Endgeräte, Endnodes, Devices, Sensoren. Die Sensoren sind ein Stück weit intelligent, die können irgendwas messen, je nachdem, was ich für ein Anwendungsprofil habe. Und diese Daten werden dann entsprechend übertragen. Und zwar habe ich hierzu sogenannte Gateways oder auch Konzentrator. Und die Übertragung ist letztendlich so gestaltet, dass hier verschiedene Gateways von verschiedenen Nodes gleichzeitig Informationen empfangen können. Also die werden einfach von hier weggeschickt und wenn da mehrere Gateways, mehrere Konzentrators in der Nähe sind, dann fangen die halt diese Pakete auf. Und diese Übertragung an der Stelle ist einfach definiert mit dem LoRa bzw. mit dem LoRaWAN, also je nachdem, in welcher Schicht da ich da jetzt halt mich gerade bewege. Damit ist natürlich noch nicht Ende der Fahnenstange, sondern es geht hier an der Stelle weiter. Wir haben dann hier einen Network Server. In dem Network Server laufen dann diese Informationen wieder zusammen. Sieht dann im Prinzip so aus, dass ich dann natürlich eine Verbindung brauche. Hier habe ich dann Ethernet, 3G, alles, was ich denkbar habe, um irgendwie an so einen Netzwerkserver zu kommen. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, klar, wir haben dann hier ein TCP/IP, SSL, damit das Ganze auch ein Stück weit geschützt ist und natürlich hier auch dieses LoRaWAN. Gut, dann sind die Daten erstmal in dem Netzwerk, in dem Server, nützen mir erstmal noch nicht wirklich viel. Ich brauche die natürlich bei mir irgendwo. Das heißt, es gibt an einer anderen Stelle an dem Endpunkt irgendwelche Applikationsserver, die kann ich selbst betreiben oder ich kann mir selbst irgendwo bei Hetzner oder bei irgendeinem anderen Provider einen Server mieten, vielleicht auch meinen eigenen irgendwie ins Netz stellen, den ich von zu Hause über Dünndrähten oder sonst was angebunden habe und dann übertrage ich die Daten von diesem Network-Server zu dem Application-Server. Und da sind es dann auch wieder meine Daten und diese Übertragung findet natürlich auch wieder mit TCP/IP und dem entsprechenden geschützten Protokoll statt, sodass diese Daten, die hier entstehen, als Payload auch hier sicher ankommen. Das Ganze hier ist über zwei Wege verschlüsselt. Wir haben hier einmal die Daten selbst, das Payload und dann den Übertragungsweg. Und in der aktuellen Version der V3, die momentan noch nicht ganz ausgerollt ist, gibt es dann auch eine End-to-End-Verschlüsselung.
Und klar, wenn die hier, Moment, ich gehe nochmal ein Stück zurück, wenn die hier sind, dann ist natürlich noch nicht Ende der Fahnenstange, dann habe ich die Daten und ich gehe dann mit einem Endgerät, mit einem Laptop, mit einem Tablet oder mit einem Smartphone dran, habe dann eine grafische Aufbereitung der Daten oder kann die irgendwie weiterverarbeiten. Aber es sind auf jeden Fall hier meine Daten und die gehören mir und mit denen kann ich dann tun, was ich möchte. Gut, ich denke, jetzt sind wir erstmal hier mit dem LoRaWAN mit der Definition soweit durch. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier lange Laufzeiten. Natürlich ist das falsch. Es ist eine lange Distanz mit einem niedrigen, lange Laufzeiten. Damit ist gemeint, dass ich hier mit relativ wenig Leistung, mit geringem Energieaufwand diese Nodes autark betreiben kann. Autark betreiben heißt, dass ich beispielsweise einen Parksensor über 5 Jahre betreibe, ohne dass ich da irgendwie eine Batterie oder einen Akku wechseln muss. Wir haben große Reichweiten. Wenn wir von großen Reichweiten reden, dann reden wir nicht über 5 Meter, nicht über 500 Meter. Wir reden über 5 Kilometer oder 15 Kilometer und mehr. Wir haben sehr geringe Sendeleistung. Was heißt sehr geringe Sendeleistung? Sehr geringe Sendeleistung heißt bei uns 20 Milliwatt. 20 Milliwatt, was so ein Sensor sendet. Der eine oder andere weiß es oder kann es nachlesen, was er mit seinem Smartphone ab und zu macht, wenn das mal so richtig pulst. Da sind sie relativ schnell im Wattbereich. Also da sind sie ganz weit weg von allem. Darüber hinaus haben sie keine Lizenzkosten. Das ist also frei. Was sie brauchen, ist ein entsprechendes LoRaWAN Gateway oder es muss in ihrer Region irgendwo ein LoRaWAN Gateway stehen. Sie brauchen ihr Node und sie haben die Möglichkeit, es zu nutzen. Und sie haben eine entsprechend hohe Sicherheit. Sicherheit heißt Verschlüsselung. Es sind ihre Daten. Und es sind nicht irgendwelche Systeme, die von irgendeinem Mobilfunkanbieter angeboten werden, wo sie sagen können, sie können hier die Daten hinschieben oder von irgendeinem Internet-Provider, der jetzt sein Marktsegment ein Stück weit aufbauen will oder erweitern möchte, sondern es ist einfach ein offenes System. Offenes System heißt, wer betreibt das offene System? Wo ist das? Es gibt natürlich da auch die unterschiedlichen Lösungen. Hier gut verbreitet, Things Network, kurz TDN. Und wer steckt hinter dem Netzwerk? Hinter dem Netzwerk ist einfach die Community. Klar, es gibt mit Sicherheit einige, die dort finanziell davon leben müssen. Aber erstmal für uns ist es interessant, dass wir das einfach nur nutzen. Und dass die Daten nach wie vor bei uns sind. Also wir sind das Internet und wir sind auch die Community und wir sind auch das Netz und erreichen kann man das über thethingsnetwork.org und dort findet man hinreichend viele Informationen, die man braucht, damit man sich dort auch registrieren kann, dass man einen sogenannten Login bekommt, dass man auf die Konsole kann und wenn man auf der Konsole ist, kann man seine Sensoren anmelden und kann, wenn man seine Gateways hat oder ein Gateway hat, das dort auch entsprechend registrieren. Die Webseite hier nur mal ganz kurz. Der Ton geht, glaube ich, noch nicht, oder geht er schon? Der Ton läuft wunderbar, dann probieren wir den gleich mal aus. Ich höre nichts. Ja, okay, gut. Nee, dann lassen wir den Ton weg. Ich bin auch schon ein Stück weiter. Den Video, den ich hier jetzt halt eingeblendet hatte, den können Sie sich auch direkt auf thethingsnetwork.org anschauen und ist jetzt kein Beinbruch. Was ich hier nochmal dargestellt habe, ist jetzt, Sie ahnen schon, das ist eine Landkarte mit ganz vielen blauen Wolken. Die blauen Wolken stehen für ein Gateway und hier links oben, gut zu erkennen, Niederlande, das ist flächendeckend, das ist also, da kann jede Mülltonne einen Sensor haben, es wird funktionieren. Ja, es gibt hier verschiedene weiße Stellen, da ist noch nicht wirklich viel los, es gibt aber immer mehr und vielleicht hat das Dings Network so eine Zeitreise mal aufgezeichnet, damit man mal sieht, wie ist das ganze System gewachsen. Ich habe leider keine gefunden, es hätte mich aber an der Stelle stark interessiert.
Das ist jetzt hier ein Ausschnitt von dem weltumspannenden The Things Network. Interessant ist natürlich, hat es ja vorhin angekündigt, unser Netzwerk. Also unser Netzwerk hier bei uns an der Bergstraße, und das ist auch jetzt der nächste Punkt. Und bei unserem nächsten Punkt geht es darum, ich erkläre euch ganz kurz, was heißt Bergstraße. Das ist nicht irgendwie eine Straße in einem Ort, sondern das ist so ein Gebirgszug. Der Gebirgszug ist maximal 510, 515 Meter hoch, geht im Grunde von Heidelberg bis Darmstadt. Und wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, dann liegen da parallel dazu zwei Autobahnen, die A5, die A67. Damit man die ein bisschen besser erkennt, habe ich sie hier nochmal rot eingezeichnet. Und mein Gedanke an der Stelle ist, da einfach ein bisschen mehr Messungen machen zu können. Derzeit haben wir hier in diesem Netz 11 Gateways aufgebaut. 11 Gateways aufgebaut sieht im Grunde so aus, dass man an verschiedenen Stellen ein Gateway positioniert. Und mit dem entsprechenden Werkzeug, TDN Mapper nennt sich das Teil, kann man sich einfach mal anschauen, welchen Radius das so ein Gateway in einer entsprechenden Lage, in einer entsprechenden Position ausleuchtet. Und hier können Sie gut erkennen, der große Kreis hier ist auf dem Melibokus, das ist ein Berg, der liegt relativ gut vorne an diesem Gebirgszug auf 517 Meter. Und nach diesem Gebirgszug folgt die Rhein-Main-Ebene. Das heißt, Sie haben da eine unwahrscheinlich tolle Ausleuchtung direkt bis Neustadt. Das ist in der Pfalz. Und hier Aschebesch, das liegt hier oben irgendwo. Das ist schon ganz schön gut im Odenwald drin. Also wir reden hier über eine Entfernung von roundabout 70 Kilometer. 70 Kilometer. Ich weiß nicht, ob Sie es so gut erkennen können. Ich habe jetzt halt mal hier nochmal The Things Network grün eingerahmt, und diese einzelnen Positionen, man sieht es nicht wirklich gut. Vielleicht kommt da nochmal eine Folie an einer anderen Stelle. Hier seht ihr beispielsweise hier ein Gateway, was auf dem Melibokus stationiert ist. Dieses Gateway hat... Ja, jetzt sieht man sie besser. Also ich habe sie hier mal grün eingezeichnet. Könnt ihr die erkennen? Ups, jetzt war ich zu weit hier. Also da stehen jetzt welche. Das sind jetzt allerdings nur wenigere, weil manche sind auch verdeckt. Also wenn man dann wieder weiter reingeht, einen Doppelklick macht, und dann springen die so ein Stück weit auseinander. Sind auch welche, die jetzt nicht von uns direkt aufgestellt worden sind, sondern einfach welche, die... Ja, wie die Pilze aus dem Boden gewachsen sind, dann waren die da. Mit dem TDN-Mapper kann man auch noch ein Stück weiter reingehen, und dann sieht man hier diese Verbindungslinien. Also wo ist eine entsprechend hohe Ausleuchtung? Und wie gesagt, das sind hier so richtig große Strecken. Das hier bei Weinheim ist in Viernheim, das ist auf dem Kirchturm, und der steht halt auch exponiert. Also je exponierter das so eine Position ist, desto besser haben Sie natürlich eine Reichweite. Hier nochmal ein anderes Bild, dass man einfach mal sieht, hier Seeheim Jugendheim, da geht er irgendwo, also das ist schon unglaublich. Mit dem TDN-Mapper, ich habe hier mal eine Aufzeichnung gemacht, man kann es hier sehen, 18 Kilometer, vielleicht können Sie es nicht ganz so gut erkennen, ich habe es nochmal groß gemacht hier, also 18 Kilometer Entfernung mit einem Sensor, der einfach im Auto vorne liegt, der einfach GPS-Daten aufnimmt und die alle 30 Sekunden wegschickt, und ja, 18 Kilometer. Gut, so viel zu unserem Netzwerk an der Bergstraße. Kommen wir jetzt zu einem konkreten Anwendungsfall. Was heißt konkreter Anwendungsfall? Wenn einfach nur irgendwo diese Nodes, ja, also die müssen ja da sein. Und was brauche ich ein Netzwerk, wenn keiner Node dran hängt? Und ich hatte eine ursprüngliche Motivation, die ursprüngliche Motivation aus der Schule geboren. Ich bin Lehrer an einem berufsschen Gymnasium in Bensheim, unterrichte dort Informatik, und die Teilzeitberufsschule auch im Lernfeld 6, die IT-Berufe. Und dort war einfach die
Idee, wir bauen eine Wetterstation mit Feinstaubmessung über LoRaWAN, können dann ganz toll an der Bergstraße Feinstaubmessungen machen und einfach mal gucken, wo was passiert. Und Wetterstation deshalb, damit man auch sieht, hat es irgendwie was mit dem Wind zu tun. Liegt es daran, dass da unten so zwei Autobahnen lang sind oder dass wir in dem Gebiet irgendwo auch ein Stück weit Industrie haben. Das war die ursprüngliche Motivation. Vorgezogen habe ich dann eine Bienenstockwaage über LoRaWAN. Der Grund ist relativ einfach. Immer mehr Gespräche, die ich geführt habe, kamen auf unterschiedlichste Ideen zurück. Und nachdem mich 4 oder 5 Leute angesprochen hatten, ja, was ist denn mit Bienen? Kann man da nicht irgendwie was tun? Und im Makerspace Heidelberg, bei dem sich die Community alle 14 Tage trifft, ist einer, der schon über 3 Jahre mit einer Bienenstockwaage experimentiert, und da bin ich dann aufmerksam geworden. Er konnte oder hatte wenig Expertise zu diesem Zeitpunkt mit LoRaWAN, und so sind wir an der Stelle dann zusammengekommen, haben dann daraus natürlich auch dieses Projekt initiiert, und die Ausgangssituation von diesem Projekt war im Grunde, dass es verschiedene Umwelteinflüsse gibt, die unter anderem die Population von Bienen beeinflusst und dort auch einfach, ja, die Population zurückgeht. Die geht nicht nach oben, sondern die geht nach unten. Vergleichsweise Insekten geht es noch schlechter. Um die Bienen wird sich ja von den Imkern gekümmert. Das sind aber nur die Imker, die dann letztendlich auch Honig produzieren. Den Waldbienen, denen geht's deutlich schlechter. Davon gibt's normalerweise 500 unterschiedliche Arten, habe ich mir sagen lassen. Und denen geht's durch verschiedene Einflüsse deutlich schlechter. Aber damit man da natürlich einen Ansatz bekommt, was hilft den Bienen? Ja, hilft natürlich alles, wo man einfach diese Vitaldaten erfassen kann. Und heute Morgen der erste Vortrag hat begonnen mit dem Thema Bienen. Und heute der Nachmittag endet mit Bienen. Und dazwischen war vielleicht auch noch ganz viel mit Bienen, zumindest bei uns am Stand, und beim Klaus am Stand war richtig was los. Gut, die Motivation: mit Hilfe von intelligenten Sensoren kann die Vitalität der Bienenvölker observiert werden und dementsprechend dann auch optimal darauf reagiert werden. Optimal darauf reagiert werden heißt an der Stelle, der Imker muss nicht permanent hinfahren, muss gucken, wie geht's den Bienen. Er muss nicht permanent den Deckel aufmachen und muss reingucken, geht's den Bienen gut. Das ist ein Stressfaktor für diese Bienen. Und wenn er als Hobby gerne Auto fahren würde, wäre Kraftfahrer geworden. Er ist aber Hobby-Imker, und deswegen würde er lieber die Zeit nutzen, um mehr Bienenvölker zu betreuen, als dass er mit dem Auto unterwegs ist. Und das spart natürlich dann auch entsprechend Zeit, wenn er dann remote auf diese Daten zugreifen kann. Und die denkbare Lösung, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, mit LoRaWAN werden die Messdaten von entfernten Bienenstöcken übertragen, dann aufgezeichnet und für den Imker grafisch aufbereitet. Also weniger dieses wissenschaftliche Modell, ich habe hier alles zur Verfügung, ich habe Internet, ich habe Strom en masse und ich habe alle möglichen denkbaren Gerätschaften und kann direkt vor Ort messen, sondern hier an der Stelle ging es darum, was braucht der Imker draußen vor Ort. Also nicht der Imker, der jetzt 5 Meter laufen muss zu seinem Bienenstock, weil er den im Garten stehen hat, sondern der Imker, der irgendwo in 12 Kilometer, 15 Kilometer oder noch weiter entfernt 6 oder 9 Bienenvölker betreut. Ja, wie viele Bienenvölker gibt's denn hier in der Region? Wir haben uns das einfach mal die Mühe gemacht und haben mit den Imkern entsprechend Kontakt aufgenommen, haben geguckt, wo sind denn relevante Positionen für die Bienenstockwaage. Und parallel dazu haben wir natürlich das nächste gemacht und haben gesagt, wo gibt's denn hier Funkamateure? Ich selbst bin kein Funkamateur, ich bin aber im Funkamateurverein und kenne daher schon den einen oder anderen, und über den ist auch der Kontakt entstanden. Und wenn man sich die Sachen anschaut, dann findet man da schon gewisse Stellen, wo ein Funkamateur mit einer explorativen Position, weil er ja da seine Funkantenne betreibt, auch möglicherweise ein LoRaWAN-Gateway aufstellen kann und damit dann auch gewisses Gebiet ausleuchtet. Ja, von dieser Idee haben wir uns beworben bei einem Innovationscup von der BASF, und wir haben dann bei diesem Innovationscup, nennt sich gemeinsam Neues schaffen,
Sind wir auch als Gewinner hervorgegangen. Es gab 20 Gewinner, ausgeschüttet wurden 200.000 Euro. Wir sind knapp, und das muss ja jetzt kein Geheimnis sein, mit 22.000 Euro rausgegangen, mitgewirkt haben an diesem Projekt oder wirken an diesem Projekt der Megaspace Viernheim, der Imkerverein Bensheim, der Imkerverein Heppenheim, der Imkerverein Lambertheim, der Funkamateurclub Weinheim und die Kalkübelschule Bensheim. Wie gesagt, Förderpreis war an der Stelle 22.000 Euro. Mit den 22.000 Euro sind wir in der Lage, unser bisheriges LoRaWAN-Netzwerk mit weiteren 15 Tandem-Gateways auszustatten. Tandem-Gateways heißt, wir bauen immer an relativ naheliegenden Positionen zwei Gateways auf, sodass wir eine Überlappung bekommen. Und wenn genügend LoRaWAN-Gateways aufgestellt sind, dann kann auch das eine oder andere mal ausfallen, oder man hat eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, dass man auch den entsprechenden Empfang hat. Gut, zur Erinnerung noch mal ganz kurz. Wir hatten 11 Gateways, und diese 11 Gateways hatten wir hier den Teilbereich ausgeleuchtet. Wir sind jetzt mit 41 Gateways quasi am Start. 3 liegen noch bei mir zu Hause, werden jetzt demnächst installiert. 10 sind aufgebaut, warten noch auf die Betankung der Software und der Konfiguration. Und für weitere 20 ist die Finanzierung schon gesichert, sodass wir mit 41 Gateways hier mit Sicherheit eine gute Überdeckung bekommen und die komplette Bergstraße mit LoRaWAN-Gateways ausstatten können, damit auch weitere Sensoren, nicht nur Imker mit ihren Bienenstockwagen, sondern jeder Sensor, der dort irgendwo Sinn macht oder vielleicht noch heute für uns wenig erforscht ist, auch betrieben werden kann. Gut, das war jetzt eine Zusammenfassung von diesem konkreten Anwendungsfall. Gibt es von Ihrer Seite dazu noch Fragen? Dann warten Sie bitte bis zum Ende, sorry. Oder werden Sie einfach Member vom Core-Team, kommen Sie mit rein, ja, und dann sind Sie einfach immer mit live dabei. Jetzt kommt der zweite Teil, ich hatte es ja angedroht, ich werde ein bisschen überziehen. Es geht aber jetzt halt ganz schnell, weil ich bin ja hier auf der Pi & More, und auf der Pi & More kennt sich letztendlich jeder aus mit dem Raspberry, und deswegen geht es an der Stelle relativ schnell. Was heißt das, wenn wir jetzt halt hier ein LoRaWAN mit Pi aufbauen wollen? Bei einem LoRaWAN mit einem Pi braucht man Hardware. Wie sieht so eine Hardware aus? Es kann entweder ein fertiges Gateway sein, was man kaufen kann. Das ist jetzt ein Gateway direkt von The Things Network. Liegt irgendwo zwischen 300 und 400 Euro. Ist ein Indoor-Gateway. Das heißt, das können Sie nur innerhalb eines Gebäudes betreiben. Da ist einfach nicht genügend Schutz gegen die Umwelteinflüsse wie, ja, Regen oder Blitz oder sonst was hat. Dann gibt es von IMST ein Gateway. Dort verbirgt sich ein entsprechender Konzentrator und ein Raspberry. Ist in einem Alugehäuse, aber auch nicht IP67 oder 65 fähig. Dann habe ich hier nochmal eins aufgeführt von Light. Es ist ein relativ günstiges Gateway, liegt irgendwo zwischen 250 und 300 Euro. Mit dem Gateway können Sie auch WLAN machen. Also wenn Sie darüber nachdenken, zu Hause ein neues WLAN aufzubauen, kaufen Sie so ein Teil, weil das hat auch LoRaWAN. Das gibt's auch als Outdoor-Gateway. Als Outdoor-Gateway heißt, das können Sie dann draußen betreiben, ist entsprechend vorbereitet, damit es den Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung entsprechend viel Wasser oder auch andere Gegebenheiten standhält. Dann habe ich hier eins von Nordic. Man kann es kaum erkennen, deshalb habe ich es hier nochmal groß gezeichnet. Ist meiner Meinung nach ein echt guter Favorit, auch wenn es aussieht wie Plastik. Ich habe es in der Hand gehabt, das ist ein Alugehäuse, und wenn man den Deckel mal aufmacht, dann sieht es da drin so aus. Und wenn man mal ein Stück weit genauer nachschaut, dann ist da drin so ein Controller, nennt sich Colibri VF50, vielleicht kennt den der eine oder andere, das ist ein Yocto-Betriebssystem. Alternativ kann da auch rein so ein IMX6 ULL,
Und dort können da dann, kann man dann auch entsprechend Debian betreiben. Und parallel dazu hat man dann natürlich eine Anbindung ans Internet, entweder direkt über Ethernet oder 4G beziehungsweise andere Möglichkeiten. Und dann hat man natürlich auch von Nordic den Concentrator als Modul und damit hat man ein richtig tolles Gateway. Preis momentan kann ich nicht sagen, aber das wird mit Sicherheit günstiger sein wie das High-End Kerlink. Das liegt irgendwo bei 1200 Euro. Gut, jetzt nochmal zum Gateway mit dem Pi. Also was müssen wir machen? Wir brauchen eine von möglichen Karten, die es hier gibt. Entweder die, die wir eben gesehen haben, oder ein Rack oder die von IMST. Eine von denen müsst ihr einbauen. Und wenn man dann, ich lasse jetzt mal den Film nicht laufen, da gehen wir drüber. Moment. Hier seht ihr einfach nochmal kurz, wie wir ein paar Gateways zusammengebaut haben. Das war so ein erstes Gateway, einfach mal zum Test. Das Teil ist relativ stabil, funktioniert, hat ein paar Eigenschaften, die von den Funkamateuren eigentlich nicht so gern gesehen worden sind, denn es ist ein Plastikgehäuse. Hier gegenüber ein schönes Alu-Druckgehäuse. Wer will, kann es einfach bei uns nochmal sehen. Das ist auch hier oben auf dem Millibokus aufgebaut. Das ist der Turm und damit man das mal genauer sehen kann, der steht hier. Das hier war nochmal auf einem anderen Ding. Gut, da haben wir nachts gebaut, aber das war, weil es einfach schnell dunkel wurde. Ansonsten, was braucht man noch bei dem Konzentrator? Eine Antenne, ein Konzentrator selbst, das ist ein Mikrocontroller, Internetanbindung, Gehäuse, Monitor. Gehäuse, 40, Antenne 40 Euro, ist relativ gut. Allerdings hat die einen BNC-Anschluss, man muss einen N-Anschluss dran machen. Und damit man mit dem Ding dann arbeiten kann, braucht man dann auch einen entsprechenden Adapter, ein sogenanntes Pigtail, damit man dann mit dem UFL-Anschluss hier an das Konzentratorboard kann. Und bei dem Konzentratorboard hat man hier dann den entsprechenden Anschluss. Damit man dieses Konzentratorboard auf seinen Raspberry braucht man noch eine Adapterplatine. Wie man sieht, das hat nicht viel Anschlüsse, aber ist ganz gut, wenn man sowas macht. Man kann es natürlich auch mit fliegendem Draht machen, aber so hat man eine gewisse Stabilität und kann das Ding auch noch ein Stück weit verschrauben. Das Einzige, was man dann in der Software machen muss, man muss den SPI freischalten und dann ist man an der Stelle im Prinzip durch. Außer man braucht dann noch später eine entsprechende Spannungsversorgung. Zur Spannungsversorgung komme ich auch noch, wenn wir dann mal über den Raspberry Pi gehen. Wir haben hier ja den Anschluss bei dem Pi 3. An dem kann man anschließen, hier so ein PoE hat. Aber aufpassen bei dem PoE hat, denn der hat hier, wenn es ein alter ist, das Original, gegenüber dem neuen, hat er hier noch ein paar Kondensatoren, eine Spule mehr. Denn der Original hat ein bisschen ein Problem, aber das haben die auch erkannt und die nehmen die auch zurück und man kriegt direkt wieder neue. Alternativ dazu gibt es einen einfachen Splitter, das heißt hier über das Ethernet-Kabel geht auch Power over Ethernet rein und man teilt es hier entsprechend auf und hat dann auch die Möglichkeit, einen Raspberry direkt anzuschließen. Injektor, dass man die Spannung dann einführen kann, ist klar, die wird gebraucht und dann sind wir im Prinzip fertig. Gut, was uns jetzt an der Stelle noch fehlt, ist die Internetanbindung oder beziehungsweise das Gehäuse und das Montagematerial. Internet hat man entweder an Bord oder über einen USB-Adapter. USB-Adapter hier, sowas kostet 7 Euro, macht dann Sinn, wenn man vielleicht das Ganze mal mit einem Zero betreiben will. Und dann hat man da relativ schnell auch eine gute Internet-Ethernet-Anbindung. Alternativ Wi-Fi, wie gesagt, beim Dreier sowieso an Bord oder eben entsprechend über USB über den Dongle. UMTS, 2G, 3G, 4G, 5G, ja, da gibt's entsprechende Erweiterungen, die man dann anbinden kann, aber Achtung, hier verschiedene Frequenzen werden ja abgekündigt oder sind schon abgekündigt und deshalb macht es keinen Sinn, wenn man da jetzt ein günstiges Modul kauft, irgendwann wird es spätestens in 2020 nicht mehr funktionieren. Da macht es dann eher Sinn, dass man sich so ein Teil anschafft, ein 240 LTE, kostet allerdings ein paar Euro mehr, liegt irgendwo bei 170 Euro, aber damit hat man dann mit einer entsprechenden SIM-Karte auch wieder eine Datenverbindung. Sollte, wie bei mir auf dem Kirchturm, kein Internet vorhanden sein. Hier müsst ihr nur aufpassen, das Ding hat 9 bis 30 Volt DC. Die muss natürlich auch irgendwie zugeführt werden. Und hier, Achtung, das ist nicht kompatibel
mit den Standards für PoE. Gut, dann sind wir an der Stelle eigentlich durch, bis aufs Gehäuse. Wie gesagt, Bild habe ich vorhin gezeigt. Das Gehäuse, auch wenn es teuer aussieht, das Material ist dabei, kostet in Summe 24 Euro. Also das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich dachte, das wäre B-Ware. Ich habe mal 10 gekauft. Die sahen alle super aus, also echt gut. Und ich glaube, die sind auch wirklich gut. Hier der Hersteller, auch wenn ich da keine Prozente von ihm bekomme, ich kann es nur empfehlen. Montagematerial liegt bei, von der Seite sind wir jetzt hier durch. Software kann ich ganz schnell was dazu sagen. Klar, sie nehmen irgendwie das neueste Paket von dem Raspbian, Oberfläche etc. brauchen wir nicht. Das Ganze auf eine SD-Karte, SSH aktivieren, einloggen, Passwort für einen Pi-User ändern, Root vergeben, irgendwie einen Zugriff einrichten, Zeitzone, Zeitzone Sprache, dann ganz wichtig, der SPI, der muss aktiviert werden, schon haben wir später ein Problem. Und dann solltet ihr aufpassen, dass hier in der Command-Line hier die alte Benamung wieder drin ist, weil dieses Concentrator-Board einfach nicht mit umgehen kann, wenn da in der if-config dann was anderes rauskommt als ETH0. Dann ganz normale Basispakete installieren, Cron-Tabs, wenn irgendwas gebraucht wird, und dann das Concentrator-Board, die Software besorgen und einrichten, Login ausschalten, TDN registrieren, wie der Kollege vorhin schon gesagt hat, möglichst ein Overlay-FS einrichten, Backup erstellen, montieren, Sache ist erledigt. Noch Fragen? Ich habe noch ein paar Folien, aber letztendlich, wenn wir hier auf der Pi sind, die kann jeder, das versteht jeder, wie man das Ding installiert. Das liegt irgendwo auf dem GitHub, kann man runterladen, das ist Kindergeburtstag. Und wie man das im TTN einrichtet, hatte ich auf der letzten Pi & More schon mal gezeigt. Dafür gibt's auch einen Videobeitrag und auch tons of paper im Internet. Ja, bitte? Hier kommt die Frage, was kostet der Spaß? Die Frage ist berechtigt, wenn das so ein Gateway ist, was wir jetzt halt hier haben, liegt es mit allem, das heißt mit dem Splitter, mit Injektor, mit dem Gehäuse, irgendwo knapp unter 300 Euro. Es gibt auch einfache Gateways für zu Hause für unter 100 Euro, die man anschließen kann, die funktionieren. Man kann aber auch mit einem Arduino und mit einem entsprechenden Erweiterungsmodul sich einen Einkanal LoRaWAN Gateway bauen. Und dann ist man irgendwo bei 30, 40 Euro. Gut. Weitere Fragen? Ja? Hier kommt die Frage, ist das Protokoll offen? Wie die Daten von dem Node bis zum Gateway übertragen werden. Die Daten sind geschützt. Also die sind verschlüsselt. Wenn man jetzt auf dem Gateway nachschaut, also man kann ja da mal mit dem Sniffer ein bisschen reingucken, dann ist erstmal die Adresse, die ist offen. Also man sieht die Adresse, das ist vergleichbar wie eine MAC-Adresse, die kann man deutlich erkennen. Man kann auch noch weitere Informationen, die von dem Node freigeschaltet werden in der Konfiguration, in der Konsole, kann man dann einsehen. Aber die Payload selbst, die ist entsprechend verschlüsselt mit 256. Eis. Ja. Weitere Fragen? Gut. Wenn keine Fragen mehr sind, ich bin draußen noch mit dem Stand sowohl zur Bienenstockwaage als auch zu dem LoRaWAN. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich anstecken lässt und auch einfach mal anfängt mit so einem LoRaWAN Gateway. Vielleicht fängt er auch einfach an mit einem einfachen Node, registriert den im TTN und guckt einfach mal, ist in meiner Gegend eigentlich schon so ein Gateway. Vielen Dank.